Tor auch nicht mehr so viel nachkippen. Es ist wirklich unerträglich. Ich kann nicht gut spielen, wenn ich die ganze Zeit aufs Klo muss. Unerträglich. So, ich trinke jetzt nicht mehr so viel Wasser, Chat. Aber ein Paulaner Spezi geht noch. Guck mal, ich war jetzt auf Toilette, ich bin immer noch nicht full life. Also das Healen ist ja so, so cracked. Beziehungsweise doomed ist das. Doomed. Ja, ich habe Gourmet-Passive, aber ich heal ja trotzdem nur mit 10 Leben pro Sekunde. Oh, stimmt, wir haben ja Stufe 11 gehittet, Chat. Stufe 11! Oh, Silberschwert der neunschwänzigen Füchsin. Und Stahlschwert der neunschwänzigen Füchsin. Geil. Ja, die Runen sind so klein. Die Chance, dass sich aktiviert, so gering. So, lass mich mal schauen. Das ist halt alles mittlere Rüstung, ne? Wie sieht denn das aus? Oha! Der massive Boss. Was kann denn die hier? Erhöht Zeichenintensität. Frage ist, lohnt sich das jetzt zu skillen, nur so lange, wie ich die mittlere Rüstung benutze? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Schalten wir den nächsten Fähigkeitenpunkt frei mit 12. Mit 12 Arino. Nee, ich glaube nicht. Frage ist, lohnt sich die zusätzliche Rüstung, die wir jetzt haben? Die zusätzliche Rüstung
lohnt die sich, dafür den geringeren Crit zu haben. Hey, Sun! Sunshine hier mit einer dicken 10er Naschi-Bombe, Chat. Lasst mal die Sub-Bombs regnen. Die Sub-Bomber steigen und die Sub-Bombs regnen. Vielen Dank dir für die 10 Naschis. Die Rüstung hat was, aber irgendwie sieht die für Geralt zu fresh aus, irgendwie. Einfach ausprobieren. Naja, der Reset-Trank kostet 1000er. Das ist jetzt nicht gerade billig. Zu königlich, genau. Was kann die Rüstung denn Schönes? Kann die irgendwas Besonderes? Helm gibt es, glaube ich, nicht bei Witcher. Also, ich weiß, dass das nicht gibt. Ja, ich bin mir da jetzt echt unsicher, Chat. Weil ich will ja den Crit-Schaden über die leichte Ausrüstung. Stimmt, Masken gibt's, hast recht. Und ich feiere die jetzt auch nicht unbedingt optisch. Aber wir haben sie mal angelegt. Habt ihr sie gesehen? Ich werde mich halt auf leichte Ausrüstung spezialisieren. Wir können die aber noch zu Geld machen. Din, 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 din. Speichern wir nochmal. Hoppala. Wenn wir nämlich jetzt den nächsten Fähigkeitspunkt bekommen, kriegen wir nochmal einen Slot. Dann können wir uns nochmal eine Fähigkeit komplett leveln. So, jetzt zeigt mir her die neuen Waffen. Boom. Boom. Damage sieht gut aus. Na, den Joke habe ich gestern schon gebracht. Aber wenn ich immer schlechte TikToks sehe, dann tue ich auch immer so würgen. Und dann implodiere ich auch. Captain. Finde mit Hilfe der Hexersinne die Leiche des Vaters des Weidlers im Sumpf. Ja, der Sound klingt übelst echt, ne? Also, sehr realistisch. Aha. Hier. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Ich hab schon wieder Lust, hier Fragezeichen zu pumpen. Ich find's auch so geil, dass die Nebenmissionen auch auch gute EP einbringen. Wird gegen die Mumen gekämpft, je nachdem, welche Enden du von den Quests hast. Und welches Ende vom Spiel. Quest und den Nebel. Was meinst du? Meinst du diesen Hexerauftrag? Die Quest hebe ich mir auf. Die mache ich, wenn ich etwas stärker bin. Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Weil die mache ich dann ohne Zeichen, ohne Öle, ohne Bomben. Weil es gibt eine Trophäe, wenn du zwei Hexeraufträge aufmachst, nackt, abschließt, nackt wie Gott dich schuf. Also,
ohne Zeichen, Öle, Bomben etc. zu benutzen. Da gibt's eine Trophy. Und die Weißer Wolf, Weißer eignet sich Wolf. Dafür. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exon. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Nochmal 40er. Und 50er Kronen. Das Spiel macht so Spaß, Chat. Einfach zu questen. Das Game muss auch so gemütlich sein für euch zum Zuschauen. Ich schaue auch die letzten Wolf, Tage so viele Witcher-Streams. Das ist einfach so entspannt. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Hat er diesen Reset-Trank? Hat er nicht. Kyra Metz hat ihn verkauft. Das ist Krise. Die alten Schwerter, so schön sie aussehen, alle verkaufen, oder? Bis dann. So, jetzt habe ich eine Frage, Chat. Ihr meintet, beim blutigen Baron wird einem oben ein Schild gebaut. Wie funktioniert das? Oder habt ihr getrollt? Weil ich würde immer gerne da oben schnell reisen, um beim Schmied immer die Sachen zu verkaufen. Am Ende der Quest des Barons. Aber ich bin noch fertig mit der Baron-Quest, Chat. Haben wir gestern beendet. Nochmal mit ihm sprechen. Da muss ich zum Schild laufen. Ach so, das wird... Also es ist keine Quest, sondern das Schild wird einfach aufgebaut. Das ist dann da. Einmal hochreiten noch, oder wie? Was? Erst nach Skellige? Nee. Ich brauch das jetzt, Mann. Das nervt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Weil da oben der Zwerg, der hat viel Geld. Da kann man immer gut Sachen zu Geld machen. Also was soll das denn? Arsch versohlt haben. Das sollten wir nicht. Nee, das schauen wir mal kurz. Geh gucken. Chat ist sich uneinig. Und ich sehe ein paar Stammviewer, denen ich traue. Wir gehen gucken. Dann wisst ihr es auch bei euch. Bei dir ist es da, aber bei dir hat er sich erhangen. Ja, dann bist du auch am Ende gewesen. Oh Mann, Plötze! Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, die Dame lässt sich manchmal so schlimm steuern. Und hängt an jedem Stein. Hoppala. Also gut, gib mir. Na, das Reiten ist so. Das Reiten ist Gewöhnungsbedürfnis. Oh, was zum? Hey. Oh, da war's. Neue Markierung. Haha, Twitch-Chat hatte recht. Twitch-Chat, Eisel. Ah, Hexer. Hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du?
Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Ist Plötze ein Er? Sie morden und plündern. Plötze ist doch eine Sie, oder nicht? Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Ich dachte immer, es ist eine Sie. Ist eine Sie. Na also. Also tatsächlich, hier ist ein neues Schild. Und ihr wisst nicht, Chat, ihr wisst nicht, wie wichtig und richtig dieses Schild ist. Weil diesen Schmied, den braucht man richtig oft, einfach immer um Sachen zu verkaufen, weil der hat viel Geld. Und später wird er ein Meister-Rüstungsschmied und immer von hier unten nach oben reiten. Das war so Trümmerbruch. Deshalb, dickes Bussi-Maschinengewehr geht raus. An die Spieldesigner, dass sie im Remastered ein Schild hinzugefügt haben. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Wie kann ich helfen? Am Ende von der Baron-Quest steht's. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Wichtig und richtig. So. Jetzt verkaufen wir dem mal hier wieder einiges. Ist ja noch mittlerweile echt schwer. Wie mache ich es, dass er mehr Geld hat? Leb wohl. Er ist ja voll arm. Braucht mehr Kohle. Die legendären Waffen nicht verwerten. Wie meinst du das? Meinst du zercraften? Wie sah das denn aus, die Animation? Was kann ich für dich tun? Ach, sie ist auch noch eine Händlerin. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Die Frau ist reich! Die hat drei Riesen auf der Tasche, Mimasche. What? Der Zwerg? So ist es, Alter. Der Mann einen müden Taler auf der Tasche und die Frau ist rich, rich auf die Eins. Sympathisch. Sehr gut, können wir mal unsere ganzen Sachen hier zu Geld machen. Na, sie ist Sugar Mom. Kann man Schwerter auf die aktuelle Stufe hochziehen? Nee, gell? Okay, das ist wichtig. Also, wenn wir irgendwelche Craft-Items verkaufen wollen, ist sie die richtige Adresse. Oh, wir haben noch bessere Sattel gefunden. Verkauft sie irgendwas Nützliches? Haben wir einen 70er Sattel schon? Ja, gell? Ja, 70er Sattel müssten wir haben. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Oh, sie spielt auch Gwent. Oder haben wir sie schon in Gwent besiegt? Ja, gell?
Wenn es so ausgegraut ist, haben wir schon gespielt. Ja, haben wir schon. Leb wohl. Und die Quest haben wir schon, dass sie zur Meisterschmiederin wird. Das ist hier. Meisterlicher Rüstungsschmied. Stufe 24. Sind wir ein bisschen unterlevelt für. So, jetzt sind wir auch wieder deutlich leichter. Seht ihr oben links. 58 Gewicht von 130. Jetzt schauen wir wegen den besseren Satteln für Plötze. Erhöht Panikstufe des Pferdes. Damit Plötze nicht mehr so Schiss hat. Guck mal, wir haben sogar einen besseren Ausdauersattel. 10 Ausdauer mehr. Guck mal, die Satteltassen, das ist alles Gewicht. Alles Gewicht. Diese Trophäen-Chat von diesen Monstern, die kann man auch verkaufen, ne? Außer das, was man halt gebrauchen kann. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Bisschen Geld machen. Guck mal, 6er Gewicht hat das Ding. Man muss echt schauen, was man im Inventar hat. Chance auf Verstümmeln, Greifentrophäe. Wir haben ja sowieso die andere gerade am Mann. Die Gorgo-Trophäe. Können wir die beiden verkaufen für jeweils einen 30er. Ist auch wieder 1,01er Gewicht. Guck mal, Bob. Ihr habt die gesammelt. Ja, aber ich brauch die ja nicht. Na, wenn die keine guten Passiven haben, braucht man die nicht. Leb wohl. Leb wohl. Zeig mal deine Stahlwaffe. Ich habe jetzt die beiden Schwerter gerade am Mann. Die bekommt man in dem Raum von Yennefer, im Palast, wo man den Kaiser trifft. Da kannst du mit der Truhe interagieren. Im Remastered bekommst du dann die Rüstung. Die habe ich aber schon komplett verkauft. Und die beiden Schwerter. Alles mit Stufe 11 anlegbar. So. Verkauft? Ja. Was soll ich damit? Ich kann die ja auch nur zurückkaufen. Die ist ja nicht weg. Jetzt die Frage, noch ein paar Fragezeichen pumpen, noch ein paar Nebenquests machen oder ab nach Novigrad. Ich glaube, ich habe die Grenze. Vielleicht machen wir ja fette Sachen. So ungewohnt mit dem neuen Schild. Bitte mach Fragezeichen. Alter, ich hätte gedacht, Chat, ihr schreit jetzt alle nach, Main Story, Main Story, Main Story. Alter, hier sind hier viele Fragezeichen. Ich verliere meinen Verstand. Hier ist noch eine neue Quest. Die Fragezeichen werden dir angezeigt, wenn du mit diesen goldenen Anschlagbrettern interagierst, da die Aufträge annimmst. Wir haben gefühlt noch gar nichts erledigt auf der Map, ne? Da unten haben wir auch noch was. Wahnsinn, das Spiel ist so groß. Dann schauen wir mal, was wir da mit dem Ausrufezeichen haben. Einfach mal reinluschern. Was geht ab, Jungs? Ein echtes Bankett. Woher habt ihr das ganze Fleisch? Wir haben hier lauter Schweine gefunden. Eins davon haben wir gebraten. Willst du einen Happen? Wir haben genug. Ich verzichte, danke. Selber schuld. Kaius, schneid uns noch einen Lappen runter. Wird die Map noch größer? Es gibt noch... Nein, das geht zu weit. Sie haben Yagoda gebraten. Diese Ratten. Es gibt noch Skellige. Ja, nun wieder. Willst du noch mehr Dresche? Worum geht's denn? Sie haben Yagoda geschlachtet und gebraten, Halunken! Immer das Gleiche. Hilft nichts, ich muss ihn verhauen. Kaius, Jakob, packt ihn! Nein! Aufhören! Hilfe!
Er hat euch nichts getan. Lasst ihn los. Da sind wir freundlich und bieten dir einen Braten an. Und du? Von Touristen lassen wir uns nichts sagen. Macht ihr rund, Jungs! Touristen. Komm schon, komm näher. Da hat der Tourist mal kurz in die Ehre genommen. Bist du verletzt? Nein, aber Jagoda, Sapalot, sie haben sie gebraten. Sapalot! Du musst das Schwein ja wirklich geliebt haben. Wer bist du? Ich bin Geralt von Riva. Und ich bin Jontek von... Also, von hier eben. Lebst du alleine in diesem Dorf? Nee, sie sind zu Hause. Flapp und Hagel und Bebon. Nur Klaus und Igor fehlen. Wer sind Klaus und Igor? Igor ist der Trottel, der Gras isst. Klaus ist der Dorfälteste. Jedermann kennt Klaus. Sapalot. Aber wo die jetzt sind, weiß nicht. Die wurden wohl durch die Schweinemagie genommen. Sind die Schweine magisch? Natürlich! Guck doch selbst! Gut, ich guck mir die Schweine an. Klasse, Mann! Die Schweine. Wir haben jetzt gerade 3 Schweine umgelegt, oder nicht? Gib her den Lootsack. Sieht wie ein stinknormales Schwein aus. Aber das Medaillon wird wild. Jontek hat recht. Sie sind verzaubert. Oh! Waren das vielleicht die Menschen? Sind die Menschen aus dem Dorf Schweine geworden? Oder irgendwie so? Das ist so lang her, ich weiß es nicht mehr. Jontek? Ja? Was war das denn? Die Schweine. Die scheinen in der Tat magisch zu sein. Ja, weil, wegen der Zauberei. Die hat sie alle so werden lassen. Und diese Schweine, die waren mal Menschen? Klar, was hast du denn gedacht? Hilf ihnen, verwandle sie zurück. Wie haben die Leute sich in Schweine verwandelt? Das war Magie. Ich habe Igor den Schlüssel gegeben. Er hat die Leute versammelt und sie sind losgezogen. Was für ein Schlüssel ist das? Der hier passt zur Schweinehütte, jawohl. Wo hast du den Schlüssel her? Haha, gefunden. Ich habe ihn Igor gezeigt, ne? Und der hat allen gesagt, dass sie losgehen sollen. Und dann waren sie verwandelt. Ich muss mir die Schweinehütte mal näher ansehen. Wo ist sie? Na da, hinter dem Hügel. Du gehst einfach weiter, bis du hinkommst. Kapiert? Ich werde sie finden. Gott sei Dank haben wir keinen Happen genommen, Chat. Dann hätten wir einfach Mensch gegessen. Ein paar von euch haben noch gefragt wegen diesen neuen Rüstungen, die im Spiel sind. Von der Netflix-Serie. Habe ich alles auf dem Schirm. Und man kann es auch im Menü, kann man Nilfgaarder Rüstungen aktivieren. Dann sehen die aus wie in der Serie. Die sehen aber richtig wack aus, finde ich, die Rüstungen. Deshalb habe ich das nicht angemacht. Dilitti, dilitti, dilitti. Auf ihn! Banditos. Hoppala. Abgestochen, die Sau. Den Schrecken erstmal einen Schluck Wasser.
Oh, ein Schinkenbrötchen. Entzweit. Ja, also, klar, wir sind auch gerade ein bisschen überlevelt bei den Gegnern, aber die neuen Schwerter, die krachen. Die krachen rein in die Olga. Oh, hey, Mr. Bär. Was ist denn am Abschillen? Das gefällt mir nicht. Ich sag euch. Oh, verbessertes Katzenstahlschwert. Sehr geil. Du redest Quatsch. Ich brauch was Schweres. Die Tür will nicht. Wer ist das? Er hat uns entdeckt. Schnappt ihn. Gemeinsam, oh, ich wollte doch looten, Jungs. Na also. Becher. Jontex Schlüssel passt doch. Einfach irgend so eine Nebenbauern-Quest. Wird hier wieder zu irgendwas liegen. Hier sind viele Leute durchgekommen. Und etwas Schweres war auch hier. Das ist so verrückt, Chat. Irgendeine Nebenquest. Und wir sind einfach jetzt im Tiefen von dem Berg mit irgendwelchen Portalen. Das ist doch verrückt. Es gibt in dem Spiel keine unscheinbare... Also es gibt in dem Spiel unscheinbare Quests, die dann immer so deep werden. Und ein Kräuter sackt runter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Wahnsinn. Flasht mich immer wieder einfach, dieses Spiel. Schweinehütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Oh. Loot in the water. Verbessertes schwarzes Blut. Hey, geh doch an Land, Bro. Ne, hier hängt wieder an irgendeinem Stein. Spring einfach rüber, komm. Unerträglich, Mama. Haben wir hier noch irgendwas? Habe ich verbesserte Schwalbe gefunden? Twitch-Chat-weise. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Das ist huge. Schwalbe ist der Trank, der uns schneller hielt. Den ich immer benutze. Den ich unten ausgerüstet habe. Sehr huge. Gleich mal gucken, ob ich mir den craften kann. Das ist richtig geil. Ich freue mich auch, wenn wir mal verbesserten Donner finden. Das ist dieser grüne hier unten links. Der erhöht unseren Nahkampfschaden. Alchemie. Tränke. Ja, moin, es fehlt nur eine Alkoholchest. Habe ich so oft gerastet, dass die leer sind? Scheiße. Stimmt, ja klar, ich habe richtig oft gerastet. Immer und immer wieder. Ein bisschen zu oft. Das Medaillon vibriert. Das Schwein muss auch aus dem Dorf sein. Moment, das klingt ja wie... Verstehst du mich? Also gut, versuchen wir es. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber du musst hungrig sein. Ich hab was Leckeres für dich. War wohl lecker. Lass uns reden. Na gut, reden wir. Wo ist das Gold, du Schwein? Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Nein. Ich muss mit Jontek darüber reden. Was für ein Ort ist das? Kennst hier? Du diesen Ort? Ist das ein Grab? Ist das ein Tempel?
sind wir in einem Tempel. Jontek hat gesagt, dass nur der Kräuterkundler und der Dorfälteste. Digga, der ist, das sehe ich ja jetzt einer erst. Davon sein. Digga, muss das sein? Unerträglich. Bist du Klaus, der Dorfälteste? Bist du der hiesige Kräuterkundler? Ich hab von dir gehört. Igor? Angenehm, ich bin Geralt. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel und das hier war eine geil. Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Geile Quest, ey. Wahnsinn. Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Hammergeil. Hammergeil. Ich konnte mich auch an die Quest nicht erinnern. Das ist halt auch 4-5 Jahre her, das Game, ne? Jede einzelne Quest kann man sich halt auch nicht merken. Und das ist ja auch das Geile an so richtig großen Spielen, dass man sich unmöglich alles merken kann. Und dann kann man die Spiele nach ein paar Jahren nochmal genießen. Und die ganzen Quests. Sieben Jahre her. Ja, ich hab's vor 4-5 Jahren gezockt. Ich könnte in meinen Trophäen schauen. Ich hab's gespielt kurz danach, kurz als Game of the Year Edition erschienen ist. Ich glaube, es müsste 4 Jahre her sein bei mir. Los, los! Ob sich's lohnt, auf PC zu kaufen, ist selbstverständlich. Auf PC kostet's ein Zehner. Das ist absoluter Schnapper. Na, wir töten jetzt hier nicht immer die einzelnen Monster. Besonders, die geben einem nichts Wichtiges. Wenn es Gegner sind, die Mutagene droppen können, die können blaue droppen, aber davon haben wir genug. Wenn es Gegner sind, die rote droppen können, ich glaube. Ich erinnere mich, dass diese Insekten können rote droppen. Hätte sie, sonst schlachten die sie. Hilfe, Hilfe! Rette sie! Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Jontek? Ertrunkene Tote manchmal auch. Gule ja? Und Necker auch. Rote! Ich habe schon so viele Gule umgelegt. Nie ein Jetzt rotes weiß bekommen. Ich, was mit den Dorfbewohnern außer passiert einmal. Ist. Sie wurden verflucht. Hä? Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Der ist ich würde so schon lost, gerne ja. wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Mir geht's es wurde sehr Gold gut. gestohlen. Rough daher Rock. Der Fluch. Hoffe, weißt auch. Du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Irgendwie muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht? Was eine Quest. Thank you.
zur Mühle, Schweinchen. Warte da auf mich. Was eine Quest. So eine Schweinerei. Hier entlang, Herr Schwein. Los, Jungs, bisschen schneller. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir haben noch andere Quests zu erledigen. Ja, besser ist. Hab dich im Auge, Kollege Schnürschuh. Schwarte. Der Map zeigen, wo ich bin. Ungefähr in der Mitte, oder? Bisschen weiter rechts. Da kommen sie angedackelt. Sie sind alle hier, nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Gehen wir. Los, darüber. Müssen wir hier richtige Eskorte machen. Los, bewegt euch! Glaubst du, Igor wäre gestorben, wenn du ihm kein Essen gegeben hättest? Könnte sein. Los, darüber! Richtiger Sauhaufen, ja. Immer weiter, beeilt euch. Na, hier wollen irgendwelche jetzt hier uns ans Leder, unseren Schweinen. Viecher, Viecher, sie tun ihnen was. Verteidige sie. Mach ich. Sie tun ihnen was. Los, macht schon. Los, darüber. So eine geile Quest. Schneller! Los geht's! Haha! Warte. Warum hat er jetzt gesagt, warte? Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. Bedankt euch bei Jontek. Er hat mir sehr geholfen. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber ich hab nicht...
Das war Igor. Igor wollte... Da windest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Was ist da jetzt wieder der richtige Call-Chat? Ich glaube, der ist unschuldig, oder? Der ist zu blöd. Ich glaube nicht, dass der was Böses im Sinn hatte, oder? Oder was meint ihr? Genau, und der hat kein Gold genommen, weil er als einziger nicht gierig war. Und deshalb konnte der denen überhaupt helfen, oder? Wir helfen ihm. Der Erste, der die Hand gegen Yontek erhebt, ist sie los. Hey, hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja, was immer das heißt. Alles Gute. Oder er wusste vom Fluch und hat deshalb nichts genommen. Schwierig. Der kommt mir ja nicht durchtrieben vor. Deshalb, glaube ich. Der ist ein Bruder. Okay, war eine witzige Quest, aber ich sag's ehrlich. Dafür nun 40er EP. Fühle mich schon wieder abgezogen. Eben, du hast recht. Der hat ja dann auch geholfen, ne? Deshalb glaube ich, der war schon unschuldig. Beweg dich! Ja, der Auftrag war auch Level 6. Passt schon. So, Chat. Ich würde jetzt gerne noch weiter Nebenquests machen, aber es wird Zeit. It's time. Plätze. Habt ihr das gesehen? Also wirklich, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Junge, Junge, Junge. Oh Mann, du. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, geil, ey. Holy shit, ist das geil. Das ist so gut. So, wir machen aber auf dem Weg dahin, pumpen wir noch ein paar Fragezeichen. Da sehe ich uns. Oh, Monsternest. Immer geil. Din, 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 din. So geil, wenn man mal ein bisschen stärker ist. Die einem nicht immer den Arsch aufreißen. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Hui. Macht so Spaß. So, wir laufen auf der Straße. Höhere Chance, dass wir Schilder finden.
denn hier? Oh, ach so, das ist eine kaputte Brücke. Hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht lang. Hier ist die richtige Brücke. Oh! Das sind die Waffen-Chat, die man bekommt im Remastered. Ich weiß nicht, ob das Katanas sein sollen. Oh, Kavallerie. Kavaliersrüstung. Hm, schlechter leider. Mittlere Rüstung. Irgendwas Quest-Relevantes. Nicht die ganze Zeit wegstürzt. Was greift mich denn an? Noch eine Harpie. Oh, einfach zerteilt. Der mit dem Harpien-Ei. Wirklich kleine blaue Mutagene haben wir echt ohne Ende. Die Harpien haben hier ihr Nest. Ach, Harpien-Nester gibt's auch. Okay. Ich bezweifle ja, dass die Harpien da raus spawnen können. Aber auch ein Fragezeichen. Schatzsuche. Da sind die Eier drin. Ja, logisch. Ja, ich dachte halt, so Ghule, ne, die buddeln sich aus den Nestern von den Höhlen unten nach oben. War da noch eine Leiter? Der alleswissende und sehende Twitch-Chat. Zeig mal her. Leiter. Oh. Oh. Hier gibt's gar nichts. Schade. Na gut. Die Sonne, richtig schön, ja.
So. Ich schalte auch immer Werbung, wenn ich auf Toilette gehe, damit dann das Gameplay nicht unterbrochen wird. Okay, ich dachte, hier wäre jetzt der Weg. Ich hätte genau auf die Map gucken sollen. Ich glaube, ich gehe über die alte, kaputte Brücke. Lol, wie geil er hier einfach abtaucht. Nils, ich habe weite Kameraeinstellung. Und im Kampf nah. Wisst ihr, was das Geilste ist, Chat? Es ist einfach erst früh am Abend. Ich bin hellwach. Heute wird noch so ehrenlos reingewitchert. Das ist irgendein Flugvieh gerade gewesen, oder? Bewachter Schatz. Oh, nicht. Diesmal nicht zu hoch. Ein Wyvern. Wyvern. Das sind keine Hybriden, sondern Konstrukte? Nee. Bestien. Pauli. Wahrscheinlich Drakonide, oder? Also Drakoniden. Grün ist das. Grünes Öl. Gönn bitte irgendwann was Geiles hier. Schmutz! Oh. Eine Waffe mit dem Namen Wolf muss doch geil sein. Aber geiler Name. Ja, man braucht es für Tränke, hast du ja schon recht. Trotzdem Trümmerbruch. Ich mache einfach Auge auf die roten Mutagene, weil schau mal. Wir brauchen die verbesserten roten. Wir haben ein Standardrotes drin. Wenn wir noch zwei kleine rote finden, können wir die ja zusammencraften zu einem besseren roten. Level 18 Monster für Level 7 Schwert. Ja, eigentlich ein bisschen frech, oder? Hast recht. Chat, Betrug war das. Betrug! Ich werde langsam warm mit dem Kampfsystem. Ich sterbe nicht mehr so oft. Das gefällt mir. Die neuen Waffen sind wirklich gut. Das war wirklich ein guter Upgrade. Und ich bin auch ein bisschen mehr am Twitch, auf dem Twitch-Chat am Hören. Ich mache öfters das. Die Rüstung. Oh mein Gott, die Rüstung hat mich sogar geschützt. Ich kann da sogar neben stehen bleiben. Das ist voll OP.
Ne? Das Schild tut eigentlich nur 6% unseres maximalen Lebens abschirmen. Aber wenn der Hit mehr Schaden macht, tut es trotzdem komplett den Hit wegverschlucken. Ein Moderhautnest. Voll broken. Es muss zerstört werden. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich da sogar die Explosion aushalten? Verrückt. Später gibt es übrigens Armbrüste. Armbrüste? Was sind die Mehrzahl von Armbrust? Armbrüste, Kniebrüste. Dessen Pfeile können mit ganz groß, also mit Sicherheit vergiften und verbluten und so. Auch sehr nützlich dann später, ne? Die Armbrust, die Armbrüste. Das klingt irgendwie falsch. Die Armbrust. Die Armbrüste. Die gegnerische Armee war bewaffnet mit ihren Armbrüsten. Doch, das klingt aber irgendwie trotzdem dumm. Wähler. Oder Chat, klingt das nicht auch irgendwie dumm? Armbrüste. Die armen Brüste, so sieht's aus. Hier haben wir einen reisenden Händler. Schauen wir mal, was der uns verkaufen kann. Lobe, ich spiele mit leichter Ausrüstung wegen Crit-Chance durch einen Perk. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Der hat ja viel. Hühnerbein. Ich glaube, das hier brauche ich. Ich kaufe das mal fünfmal. Ich glaube, das habe ich gesehen, dass ich das benötige. Und diese Wurzel auch. Ah, oh, ist ja voll teuer. Ich glaube, der spinnt. So, drehen wir ihm mal wieder ein paar Plunder-Dinge an hier. Wie ist denn das, wenn ich eine Muschel zerlege, kriege ich da nicht auch Perlen raus? Probier das mal. Vielleicht ist das immer noch ein Money-Glitch. Kappa. Hier, Bruder, nimm den ganzen Schrott. Viel Spaß damit. Schund, den wir geklaut haben. Leb wohl. Ja, ich denke an die verbesserte Schwalbe. Ich brauche dafür nur eine Alkoholchest. Die werden wir ja wohl noch bekommen. Oh. Oh, wir sind nah. Triss, wir kommen. Wir joggen in den Sonnenuntergang. Ich kann dich schon sehen. Gedanklich. Ja. Oh, ich freue mich so! Yibi! Ich freue mich mehr auf sie als auf meine kleine. Das glaube ich nicht. Huge TOS. Du auch. Ich habe nur einen einzigen Humpen. Willkommen, willkommen. Erstmal Quint, so sieht's aus. Um den Zehner. Hast du Lust auf eine Partie? Rein in die Wettschulden. Spieler. Das feiere ich immer richtig.
Aber kann man gegen Scryatel überhaupt verlieren? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal gegen Scryatel verloren hätte. Völlig nutzlos sind die für dich. Ich glaube, ich krieg Karma für die Ansage. Aber wir haben noch Eiseskälte. Na, ich hätte einen Katapult legen sollen, aber egal. Das war nicht schlau, dass ich den zweiten Bogenschützen gespielt habe. Weil dann hätten wir auf der Hand haben können und ihn wiederbeleben können. Das war jetzt nicht so smart gespielt. Ah, nevermind. So ist auch okay. Dann spielen wir das mal langsam. Oha. Eine Nahkampf-10er-Heldenkarte, die Angriff-Leute boostet. Alter, der hat echt geiles Scryatel-Deck. Feier ich. Alter, nicht schlecht, Mann. Einfach eine Nuller-Einheit. Ey! Aber beste Leben. Haha! Das macht ja richtig Spaß, richtig interessant. Irgend so ein Tavernenwirt spielt hier einen auf, Mann. Ey! Oh, Gott sei Dank, nur die Achter. Hier, nimm, Bruder. Oh mein Gott, Alter, geil! Oh, der Schlagabtausch hier. Hey, der hat echt... Der hat Barbakarten, Mann! Ich hoffe, der gönnt eine! Gönn! Alge! Will der mich ficken? Wenn wir nicht schon so ein Top-Deck hätten, wäre ja ganz schnell over, Mann. Heilige Makrele, Mann. Na, das habe ich noch meine Finte aufgehoben. Ich wusste, der hat noch unseren Spion zurück auf die Hand genommen. Nicht mit mir! Das ist wohl, ich hab das vergessen. Guck mal, was ich jetzt noch hier mache. Hop! Hop! Also wir haben eh schon gewonnen, ne? Aber jetzt hier. Zack! Zack. Zack. Na, ganz knappes Match. 111! Weggestompt, die Sau. 20 Kronen und was noch? Zwergenscharmützler.